Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich jetzt hier gerade fertig, beziehungsweise ich habe mich gerade fertig gemacht, weil wir gleich nach einem Weihnachtsbaum schauen wollen. Eigentlich wollten wir ja einen Weihnachtsbaum schlagen gehen, aber wir haben einen Tipp bekommen, dass es doch bei Obi so tolle Bäume und so günstig geben soll. Und ja, meine Männer irgendwie eh nicht so wirklich Lust haben, Baum schlagen zu gehen. Von daher habe ich gedacht, okay, gut, gehen wir nachher mal zu Obi, gucken wir mal, was es da so gibt. Und ja, ich warte jetzt noch auf meine Männer. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Gott, ich habe gerade überlegt, ich habe gesagt, ich warte auf meine Männer. Das hört sich so komisch an. Also ich warte natürlich auf meinen Freund Julian, den kennt ihr ja bereits, und auf meinen Sohn. Ja, musste ich nur noch mal kurz klarstellen, nicht, dass ihr denkt so, hä? Wie? Sie wartet auf ihre beiden Männer. Wir wollen nicht, Hilfe. Doch, ihr wollt. Sonst fahren wir morgen einen Baum hacken. Komm jetzt! Wo sind die Kleinen? Na, das sind die Kleinen. Die wollen wir nicht. Das dürfen wir eh nicht, weil das Milo sonst frisst mit dem Weißen. Guck mal, da sind ja noch kleinere. Nini, was sag ich denn die ganze Zeit? Waren nicht immer so giftig. Oh, guck mal. Das sind ja nur so kleine. Ja, aber nicht viel. Guck mal. Natürlich wollen wir einen großen. Oh, der, guck mal. Julia. Den nehmen wir. Was hältst du davon? Ja, wo steht das? Julian, wo steht das? Nee, leider ist hier nichts. Bohrmaschinen, willst du da jetzt noch rein oder wie? Ja, toll. Nee, irgendwie sind die alle zu klein und irgendwie gefallen die uns nicht. Wir werden morgen selber hacken gehen. Ja, also die Bäume haben uns alle nicht gefallen, die waren uns ein bisschen zu klein, also werden wir morgen, denke ich mal, doch zum selber hacken, weiß ich noch nicht, da waren wir noch nie, aber das hatte ich so rausgesucht, da hatten wir von der Bank, glaube ich, irgendwie so eine Broschüre bekommen und ja, das ist mit Essen und Trinken und also, ja, ganz nett eigentlich, also hört sich zumindest nett an. Ich kuschel mich jetzt hier mit der kleinen Maus ein bisschen ein. Chili, warum musst du immer dein Puschi in die Kamera halten? Komm mal her. Komm mal hierher. Ja, sie will nicht. Okay, wir lassen sie. Ich war auf jeden Fall mit der kleinen Maus, wann war das? Letzte Woche beim Tierarzt. Und ja, weil sie ja sich immer erbrochen hatte und Bauchschmerzen und also irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Na gut, und dann waren wir beim Tierarzt und der hat dann geschaut, hat Blut abgenommen und sagte, dass sie eine Futtermittelallergie hat. Also füttern wir jetzt komplett anders. Also wir sollen jetzt nur noch Trockenfutter füttern, was ich eigentlich nicht so gut finde. Aber das ist ein Spezialtrockenfutter von Hills. Das nennt sich ZD. Und das ist für hochsensible Katzen, also die eine Futtermittelallergie haben, weil der Tierarzt vermutet, dass sie gegen Huhn allergisch ist. Was ich eigentlich komisch finde. Gut, wir haben das jetzt umgestellt, aber ich muss sagen, so großartig hat sich da jetzt noch nichts verändert. Aber sie erbricht nicht mehr jeden Tag, also das ist ja schon mal was. Ich mache jetzt oft im Schlafzimmer die Türen zu, weil sie da immer sich unterm Bett verkrümelt und dann kann ich sie nicht beobachten. Und sie hat immer noch die Zahngeschichte, obwohl der Tierarzt meinte, dass es nicht ihr Hauptproblem ist. Wir sollten erstmal den Magen-Darmbereich in Ordnung bekommen und dann können wir, uns um die Zähne kümmern. Da kommt sie auch noch ran nächstes Jahr. Auch Mensch, die arme Maus. Ja, wir machen uns das jetzt hier noch ein bisschen gemütlich, schauen ein bisschen Fernsehen und dann geht es morgen weiter. Ja, mit der Baumsuche. Hoffentlich finden wir morgen einen Baum. Mensch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent. Ja, ich warte jetzt noch, bis Julian reinkommt zum Rauchen. Vom Rauchen wieder reinkommt.
Und ja, dann wollen wir gleich los, ne Milo? Wir sind gleich weg. Wir wollen zum Tannenbaumschlagen fahren. Ja, da hatte ich so einen Zettel bekommen. Ich glaube, das war sogar von der Bank oder sowas. Und ja, das ist mit so einer Wertmarke, mit so einem Getränk und mit einem Würstchen, was auch immer. Und ja, da darf Julian fleißig schlagen oder sägen. Wir nehmen euch natürlich mit. Haben wir noch nie gemacht tatsächlich. Warte mal, ich zeige euch mal den Zettel. Ja, das gestern bei Obi, das war ja nichts. Da waren wir ein bisschen spät dran. Also jetzt nicht von der Zeit, sondern allgemein. Die meisten haben irgendwie schon einen Weihnachtsbaum. Und die guten waren da schon weggekauft. Und so kleine wollten wir nicht. Deswegen fahren wir heute nach Rheinbeek, hier zum Gütschönau. Und nehmen dieses M-Paket für 32 Euro. Da ist dann noch ein Getränk mit bei. Und wie gesagt, das schlägt man dann selber. Haben wir noch nie gemacht. Da hat Julian gleich was zu tun. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt ein bisschen fertig und dann geht das los. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz einen Abstecher zu meiner Mama machen, weil ja, ich brauche eine Wärmflasche Tee, die hat es auch komplett erwischt. Ich hoffe nicht, ja, so doll wie mich mit Corona, da lag ich ja wirklich richtig flach und habe ja auch immer noch die Symptome. Aber es geht jetzt echt Tag für Tag besser. Habe da auch ein homöopathisches Medikament, das kann ich euch auch nachher mal zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten, ich weiß nicht, wann ich den Vlog hochlade, habe ich schon vorher ein Video gedreht, ein Real Talk Video dazu, oder es kommt im Anschluss. So, also ich gehe erstmal schnell zu Mama und dann fahren wir los zum Tannenbaumschlagen. So, ich bringe meiner Mama jetzt sicherheitshalber nochmal so 2-3 Corona-Tests mit. Banane, eine kleine Suppe und so weiter. Hoffentlich hat sie hier wirklich kein Corona, weil bei älteren Leuten ist das ja noch nicht so witzig. Wie gesagt, wenn sie das so wie ich hätte, ja, dann Prost Mahlzeit. Guck mal, es hatte doch sein Gutes, dass wir gestern keinen Baum gefunden haben. Weil heute ist das Wetter um einiges besser, es ist wärmer. Und heute ist auch nicht so blöder Nieselregen. So, jetzt erstmal zu Mama. Ja, meine Mama hat wieder fahren. Ich habe wieder eine Maske aufgesetzt. Und jetzt müssen wir auch. Oh, das ist immer alles ein Stress hier bei uns. Jetzt geht's los zum Weihnachtsbaum. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Gutschönau. Ich werde aber nachdem wir den Weihnachtsbaum haben, nochmal zu meiner Mama fahren, weil, also, oh, der geht's gar nicht. Die kann sich ab dem Hals hier, ab dem Hals gar nicht mehr bewegen. Ich musste sie richtig so runterheben, sage ich jetzt mal, dass sie sich hinlegen kann. Und ja, ich werde ihr nachher nochmal eine Suppe machen und so weiter. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil man die ganze Zeit so Gedanken an die Mama hat, aber ich schalte jetzt kurz ab und jetzt geht's an den Weihnachtsbaum. Ja, Julian ist jetzt hier gerade noch kurz am Bankautomat und dann geht's weiter. Das ist der Parkplatz. Das ist ja riesengroß hier. Ich probiere jetzt mal keine Nummernschilder zu filmen. Sehr schlau und habe meine weißen Turnschuhe angezogen. Oh, guck mal. Ach, das ist ja schön da. Tannenbaum. Das ist so ein großer Tannenbaum. Der passt hier gar nicht rein, wenn wir den aufstellen. Hm? Ist das so ein großer Tannenbaum, Mäuschen? So, dementsprechend wie meine Haare aussehen. Ich habe mich gerade unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Wir haben den jetzt aufgeklappt, aufgestellt. Der ist ein bisschen zu groß. Also die Spitze biegt sich praktisch schon so ein bisschen. Weil das gegen die Decke kommt. Warte, ich zeige euch das mal. Da ist jetzt unser riesengroßer Weihnachtsbaum. Wir haben jetzt überhaupt gar keinen Platz mehr hier im Wohnzimmer. Warte mal, das spiegelt sich da in der Scheibe. Ich mache mal so, ich gehe mal ein Stück weiter zurück. Ja, ich würde sagen, das ist bisher der größte Baum, den wir hatten. Ich weiß gar nicht, wie wir da noch rauskommen sollen oder ins Schlafzimmer kommen sollen. Ja, wie man sehen kann, die Spitze, die berührt schon die Decke. Aber schön ist er ja. Ein bisschen sehr groß, ne? Bin jetzt mal weiter weggegangen. Ich glaube, von hier aus kann man das besser sehen, wie groß der ist. Also ja, Julian und ich haben jetzt fast gar keinen Platz mehr im Wohnzimmer. Ich filme doch schon. Ach, du filmst doch schon, ja. Ich war ja eben unterm Baum, deswegen sehen die Haare so aus. Ich wollte nur mal zeigen, so als Unterschied. Wie groß ist der Baum? Circa 3 Meter, ne? Na, 2,50. Ja, das sehe ich, glaube ich, recht klein.
Ich weiß gar nicht, wie ich das schmücken soll, da komme ich doch gar nicht an. Nee. Das geht nur mit der großen Leiter. Ja, das ist unser Baum dieses Jahr. Nachdem ich jetzt 3 oder 4 Mal die Lichterkette rangemacht habe, ich habe das Ganze auch nicht gefilmt, weil ich bin hier ausgerastet, dass, ich weiß nicht, ob die Form dieses Jahr, weil die Äste so lang rausgehen, das Schwierige ist, oder ob ich dieses Jahr irgendwie verwurstelt bin, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, so bleibt es jetzt. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich habe mir ein Tutorial angeguckt. Da sollte man das so triangelförmig und dann Zickzackform oder nur so, weil so rundherum, wie ich es als erstes hatte, ging es nicht. Da hat das von der Lichterkette her nicht gereicht. Obwohl das, ich glaube, ja 400 LED-Dinger sind. Aber wie gesagt, nee, so einen Wutanfall bekommen. Ich lasse das jetzt einfach so. Also, so bleibt das jetzt. Mein Sohn ist zwar nicht so begeistert, weil das hier so wuselig ist. War auch blöd, dass ich damals Transparente gekauft hatte. Ich dachte, das wäre irgendwie eine besonders gute Idee, aber ja. So, wie gesagt, ich zeige nochmal vom Weiten. Unten ist das halt ein bisschen doof. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Ja, jetzt schmücke ich. Das habe ich zur Verfügung. Die Kugeln finde ich eigentlich recht schön. Die großen nehme ich auch auf jeden Fall. Silber finde ich sowieso mal schön und das Roségold. Und dann liebe ich das ja, wenn man immer diese Holzsterne mit reinmacht. Also ich habe jetzt auch keine weitere neue Deko gekauft. Was ist das denn hier? Ah, das könnte ich auch nochmal so ein bisschen gerade da unten verteilen, damit das nicht so leer aussieht, so kahl. Weil, wie gesagt, ich ziehe das jetzt und zübbel das jetzt nicht nochmal zurecht. Ich lasse es so. Ja, vielleicht mache ich dieses, aber ich finde, das sieht immer so komisch aus. Mal gucken. Wir fangen erstmal an. Sind wir fertig mit dem Baum? Hm? Hast du fein geholfen? Wollen wir den Baum mal zeigen? So, also, so sieht das Ganze jetzt aus. Mein Sohn hat das da unten bemängelt, dass das da noch ein bisschen dunkel ist. Aber ach, besser kriege ich das jetzt nicht hin. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus. Vielleicht besorge ich doch noch mal irgendwie was Weißes, Größeres. Ich habe schon so überlegt, so kleine, große weiße Schleifen oder große weiße Sterne. Also es sieht schön aus, wie ich finde, aber es ist halt sehr, sehr, sehr schlicht, muss ich sagen. Oder was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu, Herr Pilo? Dies ist ein bisschen sehr schlicht, oder? Also, ich bin zufrieden, ich finde es schön. Jetzt werde ich das Ganze noch da wegsaugen und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt aber nicht mehr mitfilmen. Die Decke da unterlegen, da kommt noch so eine schöne weiße Decke unter. Da ich ja nun schon alle Geschenke eingepackt habe, bis auf so 2, 3, bin ich am Überlegen, ob ich die tatsächlich schon da unterliege, weil das sieht so leer aus. Ich finde, das sieht voll schön aus, wenn die Geschenke da schon so unterliegen. Das machen ja manche. Schreibt mir das. Was glitzert hier denn so? Was war das denn? Habe ich mir eingebildet. Ich finde das so schön, wenn manche das immer schon so da unterliegen haben. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr den Weihnachtsbaum fertig habt, holt ihr erst am 24. die Geschenke? Also legt ihr erst am 24. die Geschenke unter den Weihnachtsbaum oder macht ihr das schon vorher? Also ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich zeige euch mal meine Geschenke hier. Also die sind zwar eingepackt, aber ich finde, das würde voll schön aussehen, wenn da die weiße Decke liegt und dann die Geschenke. So, im Schlafzimmer befindet sich momentan das große Geschenkelager. Das hier ist für meinen Sohn zum Geburtstag. Ich muss mal ein bisschen leiser sprechen. Ach, das ist alles mögliche Geldgeschenke. Da muss ich nochmal gucken, von wem das überhaupt alles war. Dann geht es weiter hier. Nicht wundern, die Karten kommen noch weg. Ach, Chili, da bist du ja schon wieder unterm Bett. Ach, das ist doch blöd. Gut, dass dein Schwänzchen dich verrät. Hier geht es weiter. Also wie gesagt, hier ist momentan Land und das sieht hier aus. Und die kleinen Karten, die mache ich immer, damit ich auch weiß, von wem das ist und was es ist. Sonst weiß ich das immer gar nicht mehr. Ja, und ich glaube, ich werde die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen. Ich glaube, das sieht besser aus. Also vorher schon. Natürlich kommen sie sonst unter den Weihnachtsbaum. Aber ich meine, heute schon. Ja, Mäuschen. Baby, komm da mal raus.
Mein Schatz. Ob die Geschenke dann jetzt doch noch vor Weihnachten unter den Baum kommen und die weiße Decke werde ich auch noch da unterlegen und vielleicht noch so weiße Flügelchen kaufen, wenn ich dann noch irgendwie was finde, also irgendwelche Sterne oder so, weiß ich nicht. Also da gibt es ja teilweise immer solche schönen, großen, weißen Sachen und die könnte ich mir hier richtig gut vorstellen. Das werde ich euch dann aber auf Instagram zeigen, auf Instagram in einem Reel oder hier auch auf YouTube in einem Short-Video, dann zeige ich das Ende des Baumes, also sprich, wie er denn fertig aussieht, also komplett fertig, also er ist ja eigentlich schon fertig, aber ich meine jetzt mit den Geschenken und so weiter und so fort. Ich rede schon wieder irgendein Schwachsinn, das heißt, ich beende jetzt diesen Vlog. Ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz tolle und besinnliche Weihnachtszeit mit eurer Familie. Genießt die Zeit, habt ein leckeres Essen, habt schöne Geschenke, freut euch über das Zusammensein mit der Familie und ja, schöne Weihnachten an alle.